Jo Leute, grüß euch. Unsere Donau ist krank. Wie gestern bekannt wurde, haben wir jetzt dort über 40% weniger Wasserstand. Das Müllschiff ist bereits unterwegs und macht die Tätigkeit. Aber wenn das jetzt so weitergeht und wenn wir weiterhin so warme Tage haben, dann sinkt der Wasserstand der Donau weiter. Und ich sage euch das gleich, ab 50% wird es kritisch. In Oberösterreich geht uns jetzt schon das Wasser aus und ich kann euch versichern, dass es einen ganzen Monat durchregnet, das wird es nicht spielen. Denn die Natur beweist uns hiermit, wie mächtig sie ist. Und ich bin kein Verschwörungstheoretiker oder sonst was, aber Tatsache ist auf jeden Fall, dass wir Menschen da nichts machen können. Außer wir werden schlauer und sparen mit Wasser. Das heißt also, wenn ihr die Möglichkeit habt, dass in einem Supermarkt Wasser kauft, am besten Wasser ohne Sprudel, also gibt es ja zum Beispiel Föstlauer ohne, dann macht es das und legt euch einen Vorrat an, für alle Fälle. Ich wünsche euch dann einen schönen Abend, je nachdem man sich das Video anschaut, über ein Like, also einen Daumen nach oben. Eure Kommentare und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, euer Mike.